So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal der Pain Gamers. Ihr seht es schon, SNES Emulator. Und vielleicht hört ihr schon, auf jeden Fall, es ist ein Spiel, das viele von euch garantiert das feiern werden. Oder zumindest werden sagen, oh nein, nicht schon wieder sowas. Ja, ich mache es jetzt extra spannend, dabei verrate nur so viel. Ich bin Batman. Also, The Darkness Amplifies, The Cheer of... Okay, ich habe schon wieder die Hälfte vom Text nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Hintergrundgeschichte von Batman erstmal, die wir jetzt hören. Das Spiel basiert auf dem 90er-Film Batman Returns, beziehungsweise Batman Rückkehr, Wiederauferstehung, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, der Joker greift den Gotham City an und wir müssen ihn jetzt befreien. Mit dem Arch Emperor Penguin, also er nennt sich ja Penguin, aber da viele, viele Clowns, das entdecke ich mal, dass das der Joker auch sein wird. Und ja, das Spiel zählt als, ja, 33 Jahre später jetzt sind wir jetzt in dem momentan. Die Weihnachten ist in Gotham City angekommen, aber dabei es sieht so aus, als ob die Pinguin-Kreaturen irgendwie die Stadt überrennen und so weiter und der Bürgermeister... Okay, mein Englisch ist viel zu schlecht, ich lasse es durchlaufen. Ihr könnt es durchlesen, sehr gute englische Leute können das ja mal kurz zusammenfassen in den Kommentaren, tut mir leid. Mein Englisch ist nicht so gut, aber das Problem ist halt, das Spiel habe ich jetzt auf Deutsch nirgendwo mehr bekommen. Also nur, das ist jetzt zwar schon die europäische Variante, aber mit SNES damals war das noch nicht so mit der Lokalisierung. Da wurden viele Spiele dann auf Englisch übersetzt, teilweise wenig angepasst und ja. Und da sehen wir schon das Batman-Logo. Und nein, das ist nicht der neue Bruce Wayne, ich verstell meine Stimme, ich bin Batman. Sondern noch der alte, der originale. Und Batman Returns ist, soweit ich weiß, wird von vielen als einer der besten Batman-Spiele überhaupt bezeichnet und entsprechend das Spiel hier wurde auch gefeiert. Gotham City hat einen Held gebraucht und ich bin viel zu langsam. So, ja. Also, ich lasse es durchlaufen, erzähle euch ein wenig was. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, auf Stumm schalten, durchlesen und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall werde ich da jetzt auch, das sage ich gleich, die Schwierigkeit auf wahrscheinlich leicht machen, weil ich hab mich da mal durchgelesen. Es war dann teilweise so, dass das Spiel so schwierig ist, dass es auf den höchsten Schwierigkeitsgrad nach Meinung vieler, selbst mit monatelanger Übung und so weiter, nicht machbar ist. Also noch wirklich die alten Spiele, die nicht auf Casual gemacht sind, dass jeder kleine Spieler sofort in das Spiel reinhüpfen kann und sofort alles schafft. Nein, das Spielspiele damals haben einen noch gefordert und so weiter. Und ja. Seht ihr es wahrscheinlich schon, Grafik ist jetzt noch minimal, noch mehr verpixelt, als es sowieso schon war. Die Originalaufnahme ist leider nur 420p, das kann ich nicht ändern, ich skaliere es aber trotzdem hoch und so bei 420p ist das schon minimal verpixelt bei mir, wenn ich das hier auf dem 1080p Monitor hochskaliere, aber hey, das wird schon alles gehen. The Bat, The Cat, The Penguin. Ah ne, der Penguin war nicht Joker, tut mir leid. So. Darf ich jetzt spielen? Ist auf jeden Fall klasse gemacht, dieses Intro, definitiv. Aber man hat damals schon auch wirklich gemerkt, die Entwicklung von Batman, wie er dann heutzutage aussieht mit The Dark Knight. Batman, der ursprüngliche Batman war ja eher so gräulich und hatte das gelbe Logo. Dann hier Batman Returns war schon komplett schwarz und der neueste Batman hat auch noch die tollen Panzerungen und so weiter mit drinne. Und das sieht aus, als ob das Anfangslogo jetzt endlich zu Ende ist und wir spielen können. Beziehungsweise ich spielen kann und ihr zuschauen könnt. So, Game Start und Optionen. Da schauen wir erstmal in die Optionen. Starttaste. So, wer ist jetzt wie? So, die Schwierigkeit machen wir wirklich erstmal auf Easy. West, was ist West? Machen wir es mal auf 5. Key, können wir jetzt hier schauen... Attack ist auf Y, wird das hier, springen wir auf B, das ist ganz gut. Spezialattacken Y und B, naja, wohl Spezialattacke Y und B, das heißt, wenn ich hüpfe, mache ich gleichzeitig eine Spezialattacke, das könnte nicht schlecht sein. Items mit A und Testtube, so, und der Guard mit LR, also Schutz, mal sehen, was Typ B ist, kann ich hier irgendwie das Spezial auf einer nur ist, ja, aber Y, X, Y, nein, das will ich so auch nicht. Dann machen wir es hier auf Typ A, Soundtest. Romanet, Soundmode, Stereo. Das ist Monaural.
Ach so. Ah, jetzt weiß ich auch mal, was Mono ausgeschrieben ist. Monaural. Ja, auf jeden Fall in Stereo wollen wir das Exit. Das können wir jetzt so Einstellungen lassen. Und starten wir das Spiel. So, die Vorgeschichte. Oh nein, das leckt nicht. Seht ihr, jetzt ist es wieder flüssig. Es war nur so langsam und damals war das noch nicht so mit fließenden Animationen und bla, 3D und so weiter. Und das damalige Batmobil, können wir schon steuern? Nein. Okay, war nur Video. So, Szene 1. Anders in Gotham Plaza. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das Spiel selber habe ich noch nicht gespielt. Und ja, und da sind wir. So, okay, hier schlagen. Unser Wurfhaken. Okay, das sind Leute. Hüpfen. Okay, dann wollen wir. Stirb, Clown. Nee. Oh, jetzt ist er hier wirklich. Ah ja, das alte noch. Man kann nur. Also wir können hier noch nicht weitergehen, bevor wir nicht alle Clowns erledigt haben, die hier kommen. Ah, so greift man die Gegner. Mop. Nee, zu Boden geworfen. Und weiter gehen wir. What the hell? Was sind das für... Au! Biker, so. Scheiß Biker. Ich war mit Steuerung nicht so zurecht, bin hoch, runter und so weiter. Nee. In your face. Komm schon. Da hat er mich. Klar, und nochmal drüber. So, na also, du mal, Clown. Komm, stirb. Du auch. Noch einer. Wer will Ärger, ha? Wer will Ärger? So, na also, es geht doch. Na, das ist interessant. Der Boomerang kommt nicht zu uns zurück, aber trotzdem haben wir immer mehr. Aber ich glaube, das sollen auch gar keine Boomerangs sein. So, na also. Und go. Sehr schön. Wenn der also in der Kurve ist... Wow! What the fuck? Warum kann ich hier gerade nicht schlagen? Okay, und wir sind das erste Mal tot. Na komm schon. Genau. Wollte jetzt über den Schuss drüber springen. So, hier. Scheiß Bazooka. So, Bazooka weg. Du hier, nerv mich nicht, ich will hier. Komm, stirb. Na also, es geht doch. Steh auf, Batman. Ich will kämpfen. Gegen die Feinde musst du kämpfen. Schon. Na komm. Yay. Komm. Du willst Ärger? Du mal klauen. Nimm meine Faust. Und weiter geht es. Und da ist der Nächste. Steh auf. Wie ein Mann. Kämpfe mit mir. Wie zwei Bazookas. Euer Ernst? Gut, wir können Bazookas auch ausweichen, indem wir einfach die Höhe ändern. Aber wenn wir gerade jemanden halten, ist das schwierig. Na, und schon wieder tot. Wir haben nur noch vier Leben. Das gibt's doch nicht. Was soll das werden? Oh. Will hier doch nur Bazooka, Mistkerl. Komm. Stirb. Und du jetzt auch. Du auch. Also, noch einer. Warum kann ich nicht hauen, wenn ich getroffen werde? Na gut, wahrscheinlich so von wegen... Oh, mein Magen. So, weiter geht es. Ui, Leben, yay. Was bist du denn für einer? Alter, what the fuck? Flammenwerfer oder wie? Was soll das? Was soll das? Au! Mann! Feierclown! So, hier.
stirb doch einfach. Noch jemand? Du noch, ha? Huh? Du willst Ärger haben? Du kriegst Ärger. So, dünner Clown, weg mit dir. Noch mehr. Komm, steh wieder auf. Kämpf wie ein Mann. Klar, steht auf und schlägt sofort zu. So habe ich das nicht gemeint mit dem Kämpf wie ein Mann. Wir sind schon wieder fast tot. Hey, Leben! Dummer Clown. Na. Na komm. Stirb doch einfach. So langsam komme ich mit der Steuerung auch ein wenig klar. Besser klar. Mach das jetzt einfach mit den Springangriffen. Das. Uah, zwei von dem ist geil. Euer Ernst? Na. Okay, einen haben wir. Ha, wenn wir sie erwischen, während sie in die Kurve gehen, dann können wir sie, kann mich nicht bewegen. Ah, das war jetzt wahrscheinlich so der Intro-Übungskampf. Ja. Oh. Okay. Okay, das ist so. Was zum Fick? Ah. Spür meinen Boomerang. Oder was es auch immer sein soll. Und oh, schon wieder tot. Wofür brauche ich überhaupt den Haken? Ich kann dir doch sowieso nirgendwo hin kämpfen. Ey, lass mich in Ruhe. Da. Stirb. Toll, der ist auf Stelzen, da muss ich auch noch hüpfen, um den zu treffen. Ja klar, von hinten. Ihr Mistklaune hier. Ah, und schon wieder tot, das gibt's doch nicht. So, hier. Wer will Stress? Wer will Stress? Wer legt sich mit Batman an? Legt ihr euch mit Batman an? Na komm schon. Tot. Na also, geht doch. Ah, wie viele kommen da noch? Stirb doch einfach alle, lasst mich in Ruhe. Ich glaube, ich sollte hier einfach mal weitergehen und so weiter. Und vielleicht werden die nur respawned. Also, die werden wahrscheinlich Standard um mich herum respawned. Und wenn ich hier an einer Stelle stehen bleibe, kann ich so viele töten, wie ich will. Das wird dann ewig so weitergehen. Ich laufe jetzt einfach ganz vorsichtig und werfe mal. Ah, nee, jetzt kommen wieder keine mehr. Oh, wer will Ärger? Okay. Stungun. Stungun? Wie zum Fick kann ich den verletzen? Und wir sind einmal tot. Ha! Wir haben ihn einmal verletzt. Jetzt klar. Okay, in die Wand kann ich mich reinbohren. Okay. Nur noch einmal können wir. Oder? Nein, verdammt. Ah! Okay, so schnell ist mein Game Over in diesem Spiel. Wir können auch dreimal Konturen machen. Alter, wenn ich das Spiel komplett durchspielen will, das wird doch. Das wird doch ewig dauern. Na klasse, jetzt dürfen wir hier nochmal von vorne anfangen. Ihr mich auch. So. Na, wenigstens komme ich jetzt hier etwas besser zurecht, da ich hier die Waffe besser kenne. Ja. Erstmal hier alles, was von hinten kommt. So. Was? Wie?
Der lebt doch. Na also, es geht doch.